Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Line um sie 2. Nach einer kleinen Pause geht's jetzt endlich weiter. Und ich habe zwei Gäste dabei, den Andi und den Carsten. Hallo. Hallo, hallo. Gast hier. Andi? Hallo? Hallo? Ja, hier. Ja. Hallo? Du bist auch dabei. Ja. Hallo. Ich bin aber kein Gast. Sondern? Hallo. Ja, ich bin der Gegenpart, du Depp. Ja, dann bist du der Gegenpart. Hallo. Dann habe ich halt einen Gegenpart. Ja, ich reagiere darauf Hallo. Nicht. Achso, ja, dann habe ich halt einen Gegenpart Hallo. Und einen Hallo sagenden Carsten. Hallo, Carsten. Hallo. Der Carsten macht das falsch. Ich will rein. Hier. Hallo. Da, komm. Na, endlich, ey. Ich habe da schon Stuppen. Man kann die Tür einfach aufziehen, das ist ja krass. Wusste ich gar nicht. Ja. Der Carsten macht das trotzdem falsch. Ja, warum? Was mache ich falsch? Er sagt ständig Hallo. Hätte ich Hello sagen sollen, oder nee. Was? Nee, Hallihallo, Hallöle. Das hat der Andi sich so ein bisschen von dir angewöhnt. Ah, das ist furchtbar, das ist eine schreckliche Angewohnheit. Ja, warum hast du denn diese Angewohnheit? Ja, weil du das immer gesagt hast, nee, jetzt in letzter Zeit sagst du es gar nicht mehr. Nee, ich sag das gar nicht mehr, aber du das ja jetzt sagst. Die Lache. Okay. Ich bin das Hallihallo, Hallöle losgeworden an dich. An dich, ha! Oh Gott. Ja, flach, ne? Ja, Andi? der war richtig flach. Ja, genau. 0,91. Oh, irgendwas blendet, was hast denn du da? Oh. Ich hab übrigens was noch ist keinen. Das ist eine Zappelei hier. Ich hab noch keinen Tracker. Also. Ist einer drüber gefahren oder was? Nee. Boah, guck mal, was da für ein Zettel hängt. Der Typ hat eine kurze Schicht, ne? Ja. Alter, da möchte ich nicht in dem Körper drinstecken. Sieht aus wie ein Kassenbon von Aldi. Von wann bis wann fährt denn der? Von 9.10 Uhr aus der Garage raus bis 18.18 Uhr. Ja. Der hat einen kurzen Arbeitstag, muss ich sagen. Total. Ja, das musste man um sie fahren. Ja. Da bist aber ist halt Amerika, die haben da nicht so, haben es da nicht so mit Arbeitsrecht und so, ne? Glaube ich. Oh ja, ich sollte vielleicht mal zur Starthaltestelle vorziehen. Was haltet ihr davon? Nix. Ja, fahr mal vor jetzt. Fahr lieber nett, es geht eh schief. Ist sonst so langweilig hier hinten drin, wenn da keine anderen Leute sind. Weißt du, solange er geradeaus fährt, geht's ja noch gut. Meinst du? Ja, stimmt. Ja, aber er fährt ja doch noch was hin. Wir fahren nämlich übrigens mit einer kleinen Modifikation. Mit der Modification. Von Tom Murphy. Oh, von Mr. Murphy. Ja, von Mr. Murphy. A Modification by Murphy. So. Der Julian, der kann generell nie im Leben, kann der mal irgendwie standardmäßig mit den Addons fahren, wie sie sind. Der muss immer irgendwas installieren. Immer. Furchtbar. Immer, ne? Ja. So, guck mal, da ist der Geld rein. So. Hey, how's it going? How's it going? Ich möchte das jetzt endlich mal sehen, dass so eine Karte abgelehnt wird, verdammte Scheiße. Ich musste mal gerade ein Stückchen vorspulen. Julian. Ja, bitte? Du könntest vielleicht da aus dem Fenster mal eben einen Finger raushalten. Warum? Ich will mal gucken, ob Janine reinbeißt. Okay, hab ich. Ja, die Fütterung der Raubtiere. Guck mal, die haben ja alle gültige Fahrkarten. Das ist ja total langweilig hier. Sag's nicht zu laut. Ich möchte, dass das gleich kommt. Hi. Oh. Manni hat mich gerade mit der Frauenstimme begrüßt. Ey, das war cool. Sie. Ich weiß. Aber es war trotzdem Manni, der vorne gestanden hat. Ja, es war aber sie. So, wir haben's zu. Mein Gott, mir wird schlecht. Clinton und Washington. Plus Washington. 3.52 Uhr. Ja, genau. 3.52 PM. Musst du nicht losfahren? Nee. PM? Ja. Um 54 muss ich das. Passt Midnight? Ich denke passt Midday. Ich weiß nicht, was PM ausgesprochen heißt. Ich weiß nur, dass PM nachmittags ist und AM morgens. Ja, ich habe mir das immer so gemerkt, PM gleich passt Mittag. Also. Passt Mittag. Ja, so habe ich mir das aber gemerkt. Ja, und gut. AM ist bei mir immer am Morgen. Das könnte ja auch hinkommen. Ist so, es ist so. So, ziehen wir mal rüber hier.
Wir bekommen automatisch Ansagen, oder? Ja. Okay. So viel bin ich das Addon ja noch nicht gefahren. Clinton and Madison. Die haben aber sehr viele bekannte... Ich rede die ganze Zeit mit euch und habe die ganze Zeit mein Mikro stumm. Ist schon geil, oder? Ich musste mir nämlich gerade mal ein Schnüpperchen wegmachen. Also das heißt übrigens Postmeridim. Was? Ach so. Das ist lateinisch. Noch mal wie? Postmeridim. Meridim. Also, ach so, also passt Mittag. Mhm. Und AM? AM? Hä? Und AM? Das muss erst wieder googeln. Warte, ich muss mal eben die Zeit überbrücken. At morning, was weiß ich denn, was das heißt? At morning wahrscheinlich. Ja, at morning, war doch richtig. Boah, ich hab einen Haltewunsch. At morning ist echt richtig. Ja. Warum sagen sie ja at morning? Und nein, dann... das ist falsch. Ja, ich dachte, da hat wieder irgendjemand ganz clevere Sachen hier bei Gute Frage nett eingegeben. Ja, ich guck nochmal. Wirklich, ich wusste es doch. Ja, ja, das, ja, Postmeridim wusste ich. Ja, ja, komm. Ja, klar. Und dann noch sagen, ja, ich hab mal das Mikro ausgehabt. Ich hatte Latein. Ich hatte Französisch. Ach, ja, und AM heißt Ante Meridim. Also Nachmittag. Nee, Ante ist, also AM ist aber eigentlich vor, vorher. Ja, sag ich doch. Ante. Ey, können wir das alles rausschneiden? Nee. Hier wird nicht geschnitten. Ich schneide dich gleich mal, du. Alter, der Bremsen. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir das jetzt auch geklärt. Haben wir das auch geklärt? Wie war das noch? Ja, weiß ich nicht mehr. Ja, viel schlimmer wäre, sie hätte keine Bremsen, oder? Ja, gut, aber die Bremsen, die kann man sie jetzt, Ja? Die sind jetzt nicht so Bombe, ne? Ja, das habe ich auch schon mal irgendwann festgestellt, Kollege. Ja, die fahren ja auch immer nur geradeaus. So, fährst du mal weiter, der will nicht einsteigen. Ja, aber da wollten welche raus. Kann man die Türe nur mit dem Hebel da machen oder auch mit Taste? Eigentlich auch mit Taste, aber diese... Ah, du hast die noch nicht eingestellt. Nee, diese Endstellung hier ganz links, womit man ja beide freigibt, beziehungsweise die aufmacht und die hintere freigibt, ja, habe ich nicht auf dem Lenkrad drauf. Ja, warum nicht? Weil ich auf dem Lenkrad die Standardtürsteuerung habe und deswegen das warum nicht drauf habe. Ja, aber du hast doch noch mehr Knöpfe auf dir. Tastatur auf dem Lenkrad, warum nicht? Warum nicht? Aus Gründen, Carsten, ich weiß es nicht. Ja, sag mal, warum nicht? Darum. Hast du alles belegt, oder was? Ja. Der warum? Julian hat so kurze Arme wie Bernd das Brot, aber der kommt warum? Jetzt schaltet ab, Mist. Warum? Warum? So, guck mal, das Oma Erna. Das Band hängt. Warum? Andi, kannst du dem Carsten mal einen Klaps geben? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Das bringt nichts. Doch, das hat was gebracht, aber jetzt singt der komische Lieder. Ja. Von der Sesamstraße. Ah, guck mal. Die Ampel wurde gerade rot. Och, nee, jetzt kriegen wir das gar nicht mit, wie die oh. Glaube ich. Das war nicht, glaube ich, die Fußgängerampel oder so. Das ist dir sicher? Sonst würden ja die Schranken runtergehen. Ja, die lassen dich ja auch noch durchfahren. Meinst du, die würden jetzt gleich runtergehen oder was? Ja, natürlich. Meinst du nicht? Warum wechselst du jetzt schon wieder die Spur? Weil die andere Spur Ride-Only war. Dann nur Ride-Only. Ist doch egal, du bretterst einfach durch und gut, mein Gott. Ja, aber Gott. Ich bin ja nicht du. Ja, aber du bist ja auch. Ich baue aber wenigstens keine Unfälle. Ja, du bist ja auch in Amerika noch nicht. Bremsen. Ich hab doch gebremst. Was ist denn das Orangene da? Ich hatte die Tür noch offen. Oh, schon wieder. Ey, wenn das dein Chef wüsste, ne? Ja. Wie du hier durch die Gegend bretterst. Ich weiß aber jedes Mal, wenn ich hier irgendwo am Straßenrand stehe und ein Bus an mir vorbeischießt und die Tür offen ist, dass der Julian das ist. Das ist grün. Der Andi, der steht am Straßenrand, aber immer nur nachts. Bei grün darf man fahren. Echt? Ja, muss man nicht stehen bleiben. Wie, aber immer nur nachts? Ja, du stehst am Straßenrand, aber immer nur nachts. Ja, weißt du warum? Ja. Ja, weil da ist meistens dunkler als draußen. Ja, jetzt ist kälter als draußen. Ja. Dunkler. Ich hatte auch mal eine Allergie gegen Dunkelheit. Echt jetzt? Ja. Allergie oder Angst? Fängt ja beides mit A an. Verwechsel mal gerne. Okay. Carsten hat doch keine Angst. Eigentlich macht man sich darüber nicht lustig.
Inwiefern das läuft denn... Energie gegen Dunkelheit. Genau, dann wollte ich gerade mal fragen. In der weiterführenden Schule damals waren wir in einer Jugendherberge. Eigentlich ist das nicht witzig. Also, aber ich erzähle lacht trotzdem. Selbst drüber, weißt du? Lacht selbst und, drüber, eigentlich ist das nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Gerade wieder. Da haben wir, oder war das noch in der Grundschule? Ne, in der Grundschule war das. Ja, haben wir auf jeden Fall eine Nachtwanderung gemacht, da von dieser Jugendherberge. Okay. Und dann sagte dann halt einer von meinen Mitschülern, er könne nicht mit raus, weil er hätte eine Allergie gegen Dunkelheit. Ja. Okay. So war die Geschichte. Wir haben das natürlich alle nicht geglaubt, ne? Ja, aber... Eines Nachts ist er verschwunden. Nee, das nicht. Wird von so einem Wiesen geholt. Ja, er musste dann doch mit raus. Er musste dann doch mit raus und hat ein paar Arzt bekommen. Damit er im Helden ist. Ach so. Ich dachte gerade, er hätte auch raus mitgemusst und hätte dann Paras bekommen. Nee, das war irgendwie alles in Ordnung danach, aber das war natürlich sehr merkwürdig. Ah, das funktioniert nicht. Eine Allergie gegen Dunkler. Er war übrigens später der Hauptdarsteller bei Der Fluch von Darkness Falls, ja. Bei wem? Egal. Ah. Oh, Alter! Der Bob Busse. Haha, jetzt habe ich das auch mal wieder gesagt. Nachmacher. Guck mal, da oben ist das Subway. Oh, toll. Was, wo? Da oben. Weg. Ach, da oben. Halli, hallo, hallöle. Ist schon weg. Ach so. Oh, guck mal, was ist denn das hier? Irgendeine Station. Eine Haltestelle. Ich würde mal sagen, Polizeistation war das. Ja, eine Police. Da stand nämlich ganz viele davor. Hoppala. Ganz viele. Eins. Ich habe gerade den Mülleimer abgesenkt. Eins. Wie du hast eins? Den Mülleimer abgesenkt. Ich zähle heute auch die Mülleimer und so. Die alles so. Nö. Ja, doch, eins. Jetzt sag nicht nö. Ich sag nö. Eins. Eins. Ja, genau, da steht eine Eins, das ist richtig. Eins. Steht eine Eins und ich zeige auf die Null, ist klar. Würdest du mal bitte aufhören, bei ihr da wohin zu gucken? Lass mich doch. Ist doch nur guck so ganz eingeschüchtert runter, aber in die Richtung. Es ist unglaublich. Ist doch nur natürlich. links muss ich mal rein. Ist doch ein bisschen zu wenig Verkehr hier. Ja, willst du noch einen Mülleimer mitnehmen? Cool. Ja. Oh, jetzt zeig uns das mal von draußen. Wunderschön ist das. Ich weiß gar nicht, was du hast. Richtig assi-mäßig über drei Spuren drüber. Oh Mann. Du fährst immer einen Scheiß zusammen, ne? Dankeschön. Ja, gerne. Immer wieder gerne. Hä, was war denn das rechts gerade? Du willst mir ablenken. Ja, ich hab das auch gesehen. Das war sehr interessant. Ja. Da war was rechts. Da war was. Soll ich mal gucken gehen? Das war ein Fahrzeug, was wir vorher noch nie gesehen haben. Ja? Das kennst du auch nicht, Julian. Nein. Der guckt gar nicht. Sehr langweilig. Guck, das interessiert ihn nicht. Nee. Denn doch eigentlich schon, aber ich muss ja fahren. Hier, warte mal. Ja, nee, jetzt brauchst du nicht mehr gucken. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Jetzt brauchst du nicht mehr gucken. Jetzt ist es weg. Schon. Ist selber schuld. Was war denn das? So ein Fahrzeug. Das sagen wir dir jetzt nicht mehr. Hi! Doing! Drei. Ich würde sagen. Wie drei? Ja, hat beide erwischt, oder nicht? Ja, hat beide erwischt. Drei. Ja. Wie drei? Ja, drei. Ja. Mülleimer plus zwei Personen. Ja, aber warum zählt ihr denn jetzt Personen? Zwei mit? People. Ja. Machen wir jetzt. Ganz ehrlich, wenn man Kfz-Unfälle hier. Scheiße! Das kann doch nicht sein, ey. Aber wie ist denn das jetzt passiert? Du weißt, dass du noch was dran hast, ne? Da vorne an dem Bus, da ist noch was dran. Das nennt sich Fahrradständer. Nur so zur Info, der ist ein bisschen länger. Ne? Wenn da ja mal auch irgendwann ein Fahrrad draufstehen würde, das fände ich ja irgendwie mal lustig. Ja, Andi, bring doch mal dein Fahrrad mit. Ja, gibt's das? Ja, gibt es. Also ich habe zumindest in den Screenshots habe ich das gesehen, dass da Fahrräder drauf standen. Das habe ich aber auch. Denn das? Dann müssten die doch auch mit Fahrrädern draußen an der Haltestelle stehen. Ja, wie die das machen, weiß ich auch nicht. Gehen da hin, werfen das rauf und... Ja, genau. Der stellt sich erst davor, geht erst nach da vorne, stellt das da hin und geht dann rein. Schätzchen winkt, hallo. Jones College. Jones. Genau, sagt dann, hallo, ich hätte gerne einmal Erwachsener und ein Fahrrad. Erwachsener und ein Fahrrad. Wie alt ist das Fahrrad? 12. Ja, dann gilt das noch als Kinderfahrrad. Genau. Oder, das ist ein Schulbus.
Und da war ein Polizeiauto mit Sirene und hat gemischt. Oh, wiu, hast du die doch, ja? Ja, die gibt's. Aber war die blau-rot? Ja, die war blau-rot. Echt? Ja, ha. Ja, bei deiner Übertragung Legostein-mäßig sieht man das nicht so. Aber dass die nicht hinter dir her sind? Ja, noch nicht. Aber die haben ihre Streifen überall verteilt. Die sind zu den Toten gefahren. Ja. Da. Ja, gleich kommt da hier so ein Nagelband da auf die Straße, damit der nicht mehr weiter kann. Schießen die auf mich. Nehmen ja. Zeugenaussagen genau. Nehmen die jetzt auf. Wie bei GTA. Die schießen die auf dich und dann ist Feierabend. Ich hoffe einfach nur, dass mit der Aufnahme alles klappt. Ich habe noch nicht aufgenommen mit dem Ding. Feierabend mehr. Ist dann. Ja, das hoffen wir auch, dass das klappt. Das hoffen wir mal ganz stark. Mhm. Die Testaufnahmen haben aber geklappt. Ja, immerhin, ne? Dann nimmst du halt die Testaufnahmen, sonst wenn das nicht klappt. Genau. Fährst du jetzt mal? Ich habe einen Termin. Ja, ich beeile mir. Aber was ich schön finde, ist ja, dass da die Haltestellen, also die Linie, also... Die Haltestellen, die... Ja, was denn? Ja, die Hilfscontent da. Was? Der Hilfscontent da, die Pfeile und so. Und so? Bunt und so? Sind, also für jede Linie eine andere Farbe. Mhm. Regenbogenfarben und so. Ja, also ja. Man hat so ja hier... Ah, da kommt einer. Komm, fahr doch mal links, auf die Spur, du musst links rüber. Nee. Der hätte ja gerne einen Unfall. Aber der hat vorhin gehupt, als ich den weggerammt habe. Nee, was ist denn das davon? Ach, das ist eine Haltestelle, scheiße. Ja, ich hätte ja auch gehupt. Der hat vorhin gehupt, als ich den weggerammt habe. Das habe ich vermisst. Ja, ne? Ja. Ich finde, das klingt besser als bei Standard-Omsi. Vielleicht wissen wir auch gar nicht. Weil du hast den ja schon weggerammt. Hm. Vielleicht wissen wir auch gar nicht mehr, wie es bei Standard-Omsi klingt, weil das schon so lange nicht mehr kam. Ja, bei Standard-Omsi war es mehr so... Miep. Ja. Ich hab letztens noch ein Video von dir gesehen. Die Outtakes 2014. Da sind ja auch welche aus Omsi 2 gewesen, als es noch gehupt hat, ne? Ja. Leider Gottes ist es ja nicht mehr. Weißt du, warum sie das irgendwann rausgepatcht haben? Ja, angeblich fanden es ja manche zu unreal. Ja, aber dann kann man doch hupen, wenn man einen Unfall macht. Das ist ja das Mindeste. Ja, das ist aber noch unrealer. Da bringt es dir aber noch weniger. Das müsst schon irgendwie hupen, wenn du im Weg bist. Und ja, vor dem Unfall halt. Guck mal, hier neulich bei Tettau, ne? Neulich wo der Golf in mich rein ist. Da an dieser... Ja. Bei dem See. An dieser? Mit dem O407, wo wir da unterwegs waren. Der kam ja auch so schön angerast. Der Carsten hat es ja vielleicht auch gesehen. Ja, ja, hab ich gesehen. Guck mal, wenn der gehupt hätte, ich hätte ihn früher wahrgenommen und hätte noch Gas gegeben, wäre rückwärts gefahren, wäre nichts passiert. Ja, Der war gelb. Diese vielen... Rot. Voll rot war das. Ja. Das wäre dann 5. Na, was? Ja. Rote Ampel. Ein Mülleimer, zwei Passanten, ein Auto und eine rote Ampel. Das zählst du als Unfälle? Ja, weil zähle ich nicht als Unfall, das zähle ich als Fehler. So. Dann zähle ich bei dir auch Fehler. Wirst du mal suchen, ja. Nee, aber wenn der gehupt hätte, hätte ich noch Gas geben können, so rückwärts, sondern... Ja, so schnell hätte sie den Rückwärtsgang aber nie reingekriegt. Ja, warte mal ab, wenn ich das mache, da hier, da mit Warp und so, da klappt das. Außerdem hat der doch darauf zu achten, dass er richtig fährt und nicht, dass du da rückwärts fährst, wenn er angehupt kommt. Weil du standst ja richtig, du warst ja nur auf seinem Pfad. Ja, die KI kennt aber nur ihr vorgeschriebenen Pfade, deswegen... Hallo? 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 Der hat mich. 6? Ja. 2. Aber das war jetzt auch selber schuld, ne? 2. 6. 2. Nein, es waren jetzt 3. Wie 3? 4 eigentlich schon. Autounfall. Also, nehmen wir mal die Ampeln jetzt nicht dazu. Du hattest 2 Passanten, die hast du totgefahren. Und, 5. 2 Autos und die Mülltonne. 6. Die Müll? Hoppala. Ich hab das falsche Ticket ausgegeben. Oh, nee. Du bist ja Mapbauer, ne? Nee. Nee? So ab und zu mal zwischendrin. Ja. Wieso geht das eigentlich nicht umsetzen, dass die KI ausweicht? Weil das sind ja Pfade, die vorgegeben sind, richtig? Ja, eben, genau. Ja, du hast ja die Frage ja selbst beantwortet. Ja, aber...
Aber zumindest, dass die abbremsen, wenn die sehen, ich stehe da, können die doch nicht einfach weiterfahren. Ja, das ist eine Programmierung von Omni, da habe ich ja jetzt als Mapbauer kann ich dir das nicht mal nichts zu sagen. Programmier mal um. Ja, ich programmiere mal komplett alles. Ändern. Nee. Nee. Mach's von A, da wird's rot. 7. Nee, doch. Die war noch gelb. Nein, 7. Gelb. 7. Gelb. 7. 6,5. 7. Gelb. 6,5. 7. Gelb. Oh, jetzt geht das die ganze Zeit so. Gelb. Ja. Ich schalte mich mal eben raus, ne? Tschö. Das kann doch nicht sein, warum zählt sie jetzt auf einmal alles? Das hast du vorher noch nicht gemacht. Ja, das sind Verkehrserziehungs... Nee. Ja. Ich werde es ja eh nie lernen. Maßnahmen. Verkehrserziehungsmaßnahmen. Doch, war doch richtig. Ich werde es ja eh nie lernen. Geht ums Prinzip. Ja, Prinzipienreiter. Ja. Oder der Busfahrer hat dich jetzt wieder nennen. Alter Prinzipienreiter, du. Du siehst ja, der Busfahrer, der sagt auch hier, oh scheiße, ich habe die Ampel umgefahren. Ja. Ja. Ne? Was die Zuschauer nicht Grüße. Wissen, dass ihn das auffrisst. Das frisst ihn innerlich auf, ja. Ach ja, aber wir sind halt so. Ob wir die 10 noch hinkriegen, so vorm Ende. Ja, nee. Ich glaube nicht mehr weit. Guck mal, ne, fall die zwei Männchen da mal um. Nein, so. Damit du wieder zählen kannst, oder was? Ja, da bin ich schon bei 9. Mach da mal einen Schwenker nach rechts. Ich stehe gerade, da kann ich keinen Schwenker. Warte mal. So. Das war nach rechts. Nee, du musst auch Gas geben dabei. Ja, aber sonst geht's dir danke, ne? Der hat sich jetzt gerade angesprochen gefühlt. Hast du mal gesehen, wie eingeschüchtert er geguckt hat? Ach, Quatsch. Er hat euch da hinten schon gesehen, deswegen hatte der Angst. Wir sind ganz nett. Ich verteile die Bonbons. Ja, Hustenbonbons. Mhm. Eukamenthol. Ich kenne Eukalyptus. Zuckerfrei aber auch, ne? Damit da nicht die Zähne kaputt gehen. Ja, die kannst du ja putzen. Da gibt's nichts zu lachen. Ja. Ist ganz wichtig. Ja, die lacht sich über den Welche Zähne denn? Ich hab keine Zähne mehr. Der Carsten ist ja jetzt schon im gehobenen Alter, der müsste doch eigentlich schon Gebiss haben, oder? Der hat eine Zahnersatzversicherung abgeschlossen. Dann hast du gleich ein Gebiss, mein Freund. Komm, ich geh mal durch die Leitung, ne? Und dann setzt es was. Ja, bei euch passt das ja, ne? Von der Leitungsbreite her. Mir könnt ihr ja nicht durch die Leitung kommen. Ne? Ist zu schmal. Warte mal, ich geb mal gerade der Ampel ein Signal da vorne. Moment. War das ein Feuerzeug? Ja, sie muss mich ja sehen. Hallo? Sag mal, würden Sie bitte das Feuerzeug ausmachen, nicht hier im Bus? Also, ey, Feuerzeuge sind total out, ne, mittlerweile. Ja, also, ich war ja gestern auf dem Grönemeyer-Konzert, ne. Und? Ja, also bei diesen leisen Liedern, langsamen Liedern hat man ja früher mal so ein Feuerzeug geschwenkt, ne, oder Wunderkerzen. Oh Gott. Heutzutage macht man die Taschenlampe von seinem Handy an. Ja, du musst mit der Zeit gehen, Carsten. Ja, ist wirklich so. Also, ist echt kein Scheiß. Die haben alle ihre Taschenlampen von den Handys angemacht. Ich meine, sah auch geil aus, aber irgendwie, glaube ich, mit Feuerzeug oder Wunderkerzen ist das schon irgendwie geiler. Ich bin nicht falsch. Die Ampel war nicht rot, sondern ich darf abbiegen, wenn rot ist. Ich sag doch gar nichts. Ja, ich wollte es so gar nicht gesagt haben. Sag doch gar nichts. Wobei, ich habe auf dem, bist du auf der richtigen Spur? Jo. Wobei, ich habe auf dem Unheilig-Konzert auch was Seltsames gesehen. Ja, erzähl. Da stand jemand so vorne in der Menge mit so einem bunten, leuchtenden Plüsch irgendwas. Stellte sich raus, dass es Andi war. Ich weiß nicht, was das war. Es war, hatte so Regenbogenfarben, hat geleuchtet und sah plüschig aus. Keine Ahnung. Ja, das sind die, das kennst du nicht? Die nicht Gummibären? Wie hießen die denn nochmal? Gummibären, doch, lecker. Regenbogenbären? Nee, es gab da mal so eine Serie. Warte mal. Bär. Stellt sich mit der Tüte Gummibärchen hin und schwenkt die hin und her. Glücksbärchen hieß, genau. Glücksbärchen, so hießen die. Wovon redet der Typ? Ja. Sagt mir aber irgendwas. Ja, Glücksbärchen. Ja, aber was hat denn bitte schön das mit einem Glücksbärchen zu tun? Ja, die sind auch bunt und die können, da gibt's welche, die haben halt so Sachen auf dem Bauch, also ein Herz und so. Das habe ich auch manchmal. Und einen Regenbogen und dann können die so... Die flirten mit mir.
Regenbogen machen und so. Glücksbärchis. Haben du ihn fallen? Ja gut, aber die kannst du nicht rumschwenken und die leuchten auch nicht dabei. Ja doch, wenn du da so ein Glücksbärchen in die Luft hältst. Aber wenn ich dann das Feuerzeug unten drunter halte, dann leuchtet es ja auch. Genau. Alter, Feuerzeug unter ein Glücksbärchen. Dann leuchtet der auch, ja. Julian, das geht ab wie eine Rakete. Glücksbärchen-Rakete. Ja, die gab es da gestern auch. War nämlich zum Abschluss 25 Jahre Bochum. Gab es noch schön hinterher so ein Feuerwerk. War richtig geil. Ich glaube, du hast ein Stoppschild, oder? Ein Stoppschild, nee. Wo ist denn die Ampel? Oh, stimmt. Hast recht. Warte, Mann. So, Typ. Ich würde auch mal in die andere Richtung gucken. Genau, in beide Richtungen würde ich. Guck, der fährt einfach. Ne, der hält. Das wusste ich, dass der hält. Das ist abgesprochen. Ah ja. Schade. Der hat sich gedacht, der zieht sich sonst den Kürzeren. Alter Schwede. Richtig, gegen einen 18 Meter Kürzeren. Machst du nichts, ne? Der zieht sich sonst den Kürzeren. Was habt ihr da eigentlich für komische Fußgängerüberschilder? Keine Ahnung. Amerika. Amerika. Gibt's die nicht in Australien so mit einem Känguru drauf? Ich dachte, da war immer was. Ja, gibt es. Gibt's, glaub ich, wirklich. Krokodilen, glaube ich, drauf. Krokodile habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ja, ich glaube schon. Attention, Attention. Wir sind gleich da. Aber du weißt auch nicht, auf welcher Spur du fahren willst, oder? Nee, da war eine Haltestelle. Und dann habe ich mir gedacht, da ist keiner. Aber da war doch gar keiner an der Haltestelle. Wollt keiner raus? You didn't stop, sagt er mir jetzt, obwohl er nach der Haltestelle gedrückt hat. Solche Leute mag ich ja ganz besonders gerne, ne? Stoppschild, ne? 21, 22, 23. Das ist auch clever. Warum hat der auch Stopp? Hä? Damit man sich ein bisschen unterhalten kann, Carsten. Hä? Ist ja gar nicht logisch. Also. Oder, um das mal in diesem neuen, tollen. Ist komisch. Nicht. Boah. Ich erwische mich sogar, dass ich das manchmal ab und zu Hashtag einmal im Jahr auch mache. Ja, genau. Echt, du machst das auch, ich mach das nicht. Ab das und doof an, ey, erwische ich mich dabei. Das hasse ich zwar, aber irgendwie. Was war das jetzt? Total komisch. Warum hast du eben gestanden? Weil da eine Haltestelle war und da jemand raus wollte. Da wollte jemand raus? Du hast gar nicht zur Tür geguckt. Ja, ich muss doch nicht zur Tür gucken, wenn da. Vielleicht wollte einer mit? Ja. Sonst hätte er ja Hi gesagt. Musst du nochmal drehen, nochmal zurückfahren. Ja, klar. Möchte ich auch. So, wir sind da. Boah, aber wieder viel zu früh. 7 Minuten? Viel zu früh. Ey, der hätte ich ja laufen können, da bin ich mein schneller. Gott. Ja, gut. 7 Minuten? Ja. Wie hast du denn das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach nur ganz normal gefahren. Bist du zu früh vielleicht los? Ja, du bist viel zu früh losgefahren. Ne, 54. Und du hast immer nicht gewartet an den Haltestellen. Guck mal oben, ob das wirklich um 54 losging. Das mag ich noch gerade bezweifeln. 15 Uhr... 54 bis 16.19 Uhr. Das ist mein Kurs. Was zeigt oben die Uhr im Bus an? Ja, jetzt hat er schon umgeschildert hier. Ah, das ist ja egal. Du hast doch deine Uhr. Oben. Du hast doch jetzt eine Uhr. Hast du eine Anzeige oben. Da. 4.12 Uhr. Und 4.19 Uhr hätte ich ankommen müssen. Sehe ich jetzt irgendwie nicht ganz. Ja, das ist halt für viel Verkehr eingestellt, der Fahrplan. Für viel Verkehr? Also für, ja, für gut, das, er hat was du... Er hat wahrscheinlich reale Fahrpläne genommen und hier ist halt viel zu wenig Verkehr dafür, dass du einen realen Fahrplan da einhalten könntest. Ich glaube, da fahre ich einen Solobus hier, da sind ja kaum Leute eingestiegen. Ja, normalerweise... Das kommt auch dazu, ja. ...soll die 130 aber mit Gelenkbussen besetzt sein. Ja, fahr ich Fasito. 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 Fahr du mal Sito. Sito. Eigentlich kannst du da Anruf-Sammeltaxi machen. Ja, ich glaube auch. Danke fürs Zuschauen. Wer da wollt, könnt ihr beim nächsten Mal wieder... The Boy Boyne, der Andi, der ist oben verlinkt, der Carsten, der ist im Kanal verlinkt. Guck da mal vorbei, der macht ein schönes Projekt Cast Let's Play. Und habt ihr noch was auf dem Herzen, was ihr loswerden wollt? Meinst du jetzt uns oder die Zuschauer? Ich meine euch. Ach so. Die Zuschauer können mir nicht so schnell antworten. Ich gehe jetzt hier spazieren ein bisschen. Ist ja ganz idyllisch hier. Ja, dann gehe ich mal einen Bus holen, ne? Tschö. Okay, danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.